Dieser Mensch wird nicht aufs Leben lassen.
Und Väter, höret zu. Gott der Herrlichkeit erschien unseren Vätern. Er rettete das Volk aus aller Trübsal und gab ihnen Heil. Aber sie vernahmen es nicht. Er sandte Moses in Ägypten, da er ihr Leiden sah, und hörete ihr Seufzen. Aber sie verleugneten ihn und wollten ihm nicht gehorsam werden und stießen ihn von sich und opferten den Götzen Opfer. Ihm ein Haus. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Der Himmel ist sein Stuhl und die Erde seiner Füße Schemel. Hat nicht seine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen! Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, also auch ihr. Welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt, die da zuvor verkündigten die Zukunft? Des Gerechten, dessen Mörder ihr geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch der Engel Geschäfte und habt es nicht gehalten. Thank you.
Männer stürmten auf ihn ein und stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn und schrien laut: Steinig ihn, steinig ihn, steinig ihn! Das gesagt entschlief ihn. Und die Zeugen legten ab ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings, der hieß Saulus, der hatte wohlgefallen an seinem Tode. Es beschickten aber Stephanum, Gottes Fürst,
zerstörte die Gemeinde und wütete mit Drohen und Morden wider die Jünger und lästerte sie und sprach: Vertilge sie, Herr Zebaoth, wir stoppen vor dem Feuer. Sie wollen nicht erkennen, sie wollen nicht erkennen, dass du mit deinem Namen heißt es Herr allein, der Höchste in aller Welt, der Höchste in aller Welt. Vertilge sie, Herr Zebaoth, ich stoppe vor dem Feuer. Lass deinen Zorn sie treffen, verstummen müssen sie. Lass deinen Zorn sie treffen, verstummen müssen sie. Vertilge sie, Hezebaoth, ich stoppe vor dem Feuer. Lass deinen Zorn sie treffen, verstummen müssen sie, verstummen müssen sie. Vertilge sie, Herr Zebaoth, wir stoppen vor dem Feuer. Sie wollen nicht erkennen, sie wollen nicht erkennen, dass du mit deinem Namen heißt es Herr allein, der Höchste in aller Welt, der Höchste in aller Welt. Lass deinen Zorn sie treffen, verstummen müssen sie, verstummen müssen sie. Mit einer Schar gen Damaskus und hatte Macht und Befehl von den hohen Priestern, Männer und Weiber gebunden zu führen gen Jerusalem. Doch dir, Herr, vergisst dir Thank you.
Wege war und nahe zu Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu sprach.
richtete sich auf von der Erde. Und da er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus und war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Barmherzigkeit.
Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias, zu dem sprach der Herr:
lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist, auf dem Wege, da du herkamst, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt.